Der Kopf eines Tukans, die Pfoten eines Affen, ein Geweih, Felle und Häute exotischer Tiere und vieles mehr. Bei einer Razzia in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ist die Polizei illegalen Händlern von Tierteilen auf die Spur gekommen. All diese Gegenstände wurden in Geschäften gehandelt, die illegal Tierteile, Knochen, Zähne, Beine, Felle, insbesondere von Wildtieren aus dem Amazonasdschungel verkauften. Der illegale Handel mit Teilen von wilden Tieren floriert. Sie kommen bei Heilungsritualen und esoterischen Sitzungen zum Einsatz und manchmal werden sie aus dekorativen Gründen gekauft. Bei der Operation Vorfahren beschlagnahmte die Polizei 1400 Tierteile. Das kolumbianische Recht sieht Strafen von bis zu 8 Jahren Gefängnis und Bußgelder in Höhe von mehreren Millionen Dollar für den illegalen Handel mit Wildtieren vor.